Wir bereiten uns auf Weihnachten vor im Advent. Und es ist eine Zeit der Stille, des Betens, des Wartens und auch eine Zeit so ganz besonders für die Familie. Hier stehe ich an unserer Krippe vor meinem Pfarrhaus. Maria und Josef. Die Krippe ist noch leer, logisch, denn erst an Weihnachten werden wir das kleine Jesuskind hineinlegen, den Erlöser, den Heiland, den Retter. Liebe Freunde, nutzen wir diese Zeit, um uns und unsere Herzen auf das Kommen Jesu vorzubereiten, denn es ist wichtig, er muss in dir, er muss in deinem Herzen geboren werden, so wie es Angelus Silesius gesagt hat. Und wäre Jesus Christus 1000-mal in Bethlehem geboren, aber nicht in dir, du wärest, bliebest ewiglich verloren. Diese Krippe, es ist eine ganz besondere Krippe. Es ist eine ganz besondere Krippe mit Figuren, die im Gebet gemacht worden sind. Schwestern, Bethlehem-Schwestern, haben diese Krippe, die Figuren, im Gebet geschnitzt. Und so sind es Figuren, Maria und Josef, die Gnade ausstrahlen. Welche Gnade? Gnade der Freude, Gnade des Friedens, Gnade der Liebe und der Zuversicht, Gnade der Hoffnung und des Mutes. Und das ist es ja gerade eben, was die Menschen brauchen in diesem Jahr 2020. Die Menschen, die hier vorbeifahren an der Erlöserkirche und hier vor meinem Pfarrhaus, an meinem Pfarrhaus, die Menschen sollen aufmerksam werden. Sie sollen aufmerksam werden auf etwas, das ganz still geschieht, nämlich die Geburt des Gottessohnes im Stall von Bethlehem. Und es sind schon immer wieder einige, die stehen bleiben, schnell ein Foto machen, die vom Gas heruntergehen beim Autofahren und schauen, um zu sehen, was da ist. Ich habe es früher einmal gesagt, die Krippe ist kein dunkler Ort. Die Krippe ist ein Ort, der gestrahlt hat, weil Menschen drin waren, die geliebt haben. Und deshalb soll diese Krippe hinausstrahlen in die Welt, zu den Menschen. Sie soll aufmerksam machen auf Weihnachten und Weihnachten, dem Fest des Mitleides Gottes mit uns Menschen. Nehmen wir dieses Mitleiden an, wenn wir dann dieses kleine Jesuskind hier in die Krippe hineinlegen am Heiligabend. Nutzen wir diese Tage, um Weihnachten vorzubereiten. Gottes Segen begleite euch auf allen Wegen, Pfarrer Thomas.